Manchmal braucht es ja auch einfach nur eine ungewöhnliche Idee, um die Besonderheiten des eigenen Landes erfolgreich zu vermarkten. Im Gastronomiebereich sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Baumhotels, Eishotels, Heuhotels, alles schon gesehen. Peter Sonnenberg zeigt Ihnen jetzt, was sich die Bolivianer ausgedacht haben, um ihre Gäste zu beherbergen. Kein Eis, sondern Salz. Nicht Stein, sondern Salz. Kein Wasser, sondern Salz. Wir sind in Bolivien und hier hat man das erste Hotel ganz aus Salz gebaut. Jedenfalls sagen das die Erbauer. Aber warum baut man eigentlich ein Hotel ganz aus Salz? Denn wirklich alles, Wände, Säulen und Decken sind aus Salzblöcken gebaut. Die Salzbetten stehen unter einer bedrohlichen Salzkuppel und im ganzen Hotel gibt es keinen einzigen Stein und keine Strebe aus Metall. Nur die Böden sind aus Holz, weil das weiße Salz zu schnell schmutzig werden würde. Das ist aber auch schon alles, innen wie außen, was nicht salzig ist. Aber wie geht das eigentlich, ein Hotel ganz aus Salz zu bauen? Ich frage mal denjenigen, der es gebaut hat. Señor Víctor, hola. Bis jetzt ist noch keinem ein Block auf den Kopf gefallen, beruhigt Víctor Castillo, der Architekt. Wir haben nur sehr viel Zeit gebraucht, bis alles stabil war. Auch die Wände, probier doch mal. Es ist Salz. Das Bett ist auch aus Salz. Du schläfst in Salz. Brech dir ein Stück ab und probier's. Diese Bilder von damals zeigen, wie schwierig es war, mit Salz zu bauen. Das weiche, nasse Salz musste immer wieder trocknen, bevor weitergebaut werden konnte. 20 Jahre hat das gedauert. Dafür gab es den Baustoff immer gleich vor der Haustür. Denn das Hotel liegt in einer einzigartigen Gegend Boliviens. Und das hat euch auf die Idee gebracht, hier alles aus Salz zu bauen, frage ich? Na klar, naheliegend, oder? Wenn die größte Salzfläche der Welt gleich hinter dem Hotel beginnt? Sie ist nicht nur der Grund, warum das Hotel aus Salz ist, sondern auch der Grund, warum es hier überhaupt ein Hotel braucht. Der Salar von Uyuni ist eine der atemberaubendsten Touristenattraktionen Boliviens. Thank you.